Hallo zusammen! Hallo liebe Zuschauer! Nora war nämlich gerade im Urlaub. Das ist richtig, ich war in Marokko für 10 Tage. Schön. Und wie war's? Das war sehr, sehr heiß und interessant. Ich war mit 9 Mädels da und wir haben jede Menge Spaß gehabt. Cool. Ja, also wenn ich so an Marokko denke, da fällt mir natürlich als erstes irgendwie Casablanca ein, Sahara. Da waren wir auch. Und wir waren auch essen. Jede Menge essen. Also gleich am ersten Abend haben wir schon Tagine bekommen. Und das wurde in einem Tontopf. Das hat eine Form von Maulwurfflügel. Und das war total lecker. Das war eine Geschmacksexplosion. Ja, genau. Da kommen ja auch so ganz viele verschiedene Gewürze rein. Ja, und getrocknete Früchte. Ja. Und dieses Fleisch, das zerging auf der Zunge. Und wir haben dazu Reis serviert bekommen und Couscous an der Seite. Das war der Hammer. Super. Deswegen kochen wir das auch heute. Deswegen machen wir es heute. Genau. Und zwar machen wir, Tagine kann man ja mit allem möglichen Fleisch machen. Man kann es mit Lamm machen, man kann es mit Hühnchen machen. Aber wir machen es mit Rind. Genau. Aus der Keule, als getrocknete Frucht, oder getrocknete Früchte, nehmen wir Datteln. Man kann natürlich auch Feigen nehmen. Oder Aprikosen. Oder Aprikosen. Oder Pflaumen. Richtig. Aber wir haben uns für Datteln entschieden. Genau. So, und wir werden euch ja gleich nochmal die ganzen Zutaten zeigen. Aber ein ganz besonderes Gewürz wollen wir schon mal in den Vordergrund stellen. Und zwar ist es das Ras el Hanout. Das Ras el Hanout heißt übersetzt aus dem Arabischen Kopf des Ladens. Kopf des Ladens, genau. Aber im übertragenen Sinne bedeutet es vielmehr sowas wie Chef des Ladens, weil das eine ganz besondere Gewürzmischung ist. Da kommen bis zu 25 verschiedene Gewürze rein und traditionell kann nur der Chef des Ladens diese besondere Gewürzmischung zusammenstellen. Da kann alles Mögliche drin sein: Nelken, Kurkuma, Ingwer. Wie gesagt, etc. Bis zu 25. Ihr findet Ras el Hanout mittlerweile auch in jedem Supermarkt, also das sollte keine Probleme sein. Und hier haben wir sagen lassen, diese Mischung ist von Laden zu Laden unterschiedlich. Ja. Und es ist halt immer ein Geheimrezept des Ladens. Und es lohnt sich da ein bisschen durchzuprobieren bei unterschiedlichen Mischungen. Gut. Wir haben jetzt die Ras el Hanout-Mischung bei unserem kleinen Kräuterladen des Vertrauens gekauft, aber wie gesagt, ihr findet es auch in jedem Supermarkt. Genau. Fangen los geht's! Ja, yalla! Yalla, yalla! Hier kommen die Zutaten für 2 hungrige Personen. Etwas Olivenöl zum Anbraten, 1 Teelöffel Honig, 1 halben Hokkaido-Kürbis in mundgerechte Stücke geschnitten, 1 rote Zwiebel gewürfelt, die Schale einer unbehandelten Orange, ungefähr 1/4 der ganzen Orange, 1 Handvoll getrocknete Datteln und die Gewürze. 1 rote Chili, wenn ihr mögt. Lasst die Kerne drin, dann wird es richtig scharf. 1 Zimtstange, 2 Zehen Knoblauch, frischen Ingwer, klein geschnitten und von den Gewürzen jeweils 1 Teelöffel frischen gemahlenen Koriander, Ras el Hanout und Kumin, auch Kreuzkümmel genannt, sowie ein Sternanis und etwas Safran, falls vorhanden. 350 Gramm Rinderfleisch aus der Keule, etwas Salz, und natürlich Pfeffer zum Abschmecken, ungefähr 1/2 Liter Brühe, je nachdem, wie dünn oder dickflüssig ihr die Soße haben wollt, und einen kleinen Spritzer Tomatenmark. So, jetzt geht's los. Wir gehen an den Herd. Zuerst brauchen wir eine große Pfanne. Als allererstes kommt ein bisschen Olivenöl rein. Die Pfanne ist schon relativ heiß. So, das müsste reichen. So, dann dünsten wir das Fleisch erstmal ein bisschen an. Nora, wie lange dünsten wir das Fleisch jetzt an?
sodass wir das Gefühl haben, dass die Oberfläche ein bisschen braun wird, damit die Poren verschlossen werden. Oh, das riecht schon sehr, sehr gut. Oh, boah. Zwei Minuten später, jetzt haben wir das Fleisch von allen Seiten angebraten. Ihr seht das, es ist ganz bisschen, dass es ganze Farbe bekommt. Und dann kommt als nächstes Zwiebel rein. Boah, das geht mal nicht richtig gut so schön. So. Ich koche ja immer mit Stäbchen, aus Gewohnheit, aber ihr könnt natürlich auch einen Holzlöffel nicht. So. Also ich finde immer, bei Fleisch darf man nicht geizen. Also wenn man schon so selten Fleisch isst, dann sollte man auch glückliche Kühe, glückliche Tiere benutzen. Und wir haben heute Rindfleisch aus der Keule genommen. Das ist, glaube ich, sehr gutes Fleisch. Und darf man auch ein bisschen investieren. Ich glaube, das lohnt sich. Dann als nächstes nehmen wir hier die Ingwer. Ungefähr ein Esslöffel Ingwer, klein geschnitten rein. Dünsten wir mit an. Dann Chili. So. Jetzt Knoblauch. Das kannst du nochmal mit andünsten. Dann ganz schnell die Gewürze alle hintereinander. Wir haben Kreuzkümmel, das Elfenhut und das ist Koriander gemahlen. Ein Stern Anis. Könnt ihr das sehen? So. Kommt auch rein. Dann haben wir hier noch einen Teelöffel Safran. Das ist ganz, ganz wertvoll. So, kann man das sehen? So. Sehr gut. Das kommt dann hier mit drauf. Zimtstange. Und das Ganze bedecken wir mit ein bisschen Brühe. So, dass das Ganze ein bisschen bedeckt ist. Gut. Sieht ganz gut aus, oder? Ja, das sieht sehr gut aus. So. Bei mittlerer Hitze machen wir den Deckel zu. Tschang, tschang, tschang. So, das Ganze muss jetzt schmoren für, ja, mindestens eine Stunde. Und nach einer Stunde tun wir noch weitere Zutaten rein. Und bis dahin bleibt der Deckel zu. Ja, Noron, überbrücken wir jetzt die eine Stunde warten? Mit Trinken. Mit Glühwein. Prost. Das ist ja eine Stunde, wenn wir so ganz lange warten. Wir können mit Mägeln. So, jetzt nach einer Stunde schmoren, auf niedriger Temperatur, packen wir die restlichen Zutaten mit rein. Da haben wir ja unseren Hokkaido-Kürbis, den wir in so mittelgroße Stücke geschnitten haben. Das kommt jetzt da drunter. So. Dann kommen unsere auseinandergezupften Datteln mit rein. Und die Schale von einer nicht behandelten Orange. Raspeln wir einfach so ein bisschen drüber. Sagen wir mal so. Ein Viertel Orange. Packen wir mit rein. Dann noch einen Teelöffel Honig. Und zu guter Letzt packen wir ein paar Spritzer Tomatenmark dazu. So, jetzt noch einmal schön verrühren. Hat das einen Grund, warum wir die Zutaten erst in der zweiten Hälfte der Zeit reingeben? Ja, hätten wir den Kürbis von Anfang an mit reingetan, dann wäre der am Ende total zerkocht und zerfallen. Und wir wollen ja, dass der Kürbis noch eine gewisse Bissfestigkeit hat. So, jetzt kommt der Deckel wieder drauf und wir lassen es für eine weitere Stunde köcheln. Hummus. Kriegen wir die Flasche leer? Ja.
Zwei Stunden hat die gute Tajin vor sich hingeschmort. Ja. Und zwischendurch haben wir auch gesalzen. Und gepfeffert. Und Wasser dazu getan. Als wir gesehen haben, dass die Flüssigkeit langsam weg war, haben wir Wasser rein. Das haben wir nicht mehr gefilmt. Aber damit ihr Bescheid wisst, haben wir zwischendurch auch noch Aktivitäten eingelegt. Genau. So sieht die fertige, sehr gehaltvolle und würzige Tajin aus. Richtig. Und dazu haben wir einfach ein bisschen Couscous vorbereitet. Und das könnt ihr ja nach der Anleitung auf der Packung machen. Oder ihr könnt ja auch Reis dazu servieren oder Brot, wie ihr wollt. Haben wir heute Couscous genommen?